ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute die ablösbaren Stempel von Stampin' Up! Vorstellen. Die sind ganz neu seit 2019, seit Januar 2019 gibt es die jetzt und wie man die bearbeitet sozusagen oder was man damit machen kann, das zeige ich euch jetzt im Video. Ich habe euch ja schon mal ein Video aufgenommen zum Thema Ordnung, Stempelset Ordnung, und das blende ich euch jetzt mal rechts hier oben ein. Da könnt ihr auf das weiße i klicken und könnt euch das Video mal anschauen, wie ich das bis jetzt mit meinen Stempeln gehandhabt habe. Und ich schaue mal, ob ich eins da habe, gerade irgendwo. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Stempelset da. Da sieht man, dass ich habe das bis jetzt immer so gehandhabt, dass ich mir die Aufkleber auf die Rückseiten von meinen Stempelhüllen gemacht habe und nicht auf meine Stempel. Und das hat den Grund, dass wenn man die Kleber vorher immer drauf gemacht hatte, früher, bevor es diese ablösbaren Stempel gegeben hat, dann haben die immer nicht so gut an den Acrylblöcken gehalten. Und das hat sich jetzt eben geändert mit den neuen Stempeln. Und das zeige ich euch jetzt anhand von diesem Stempelset, das nennt sich First Steps. Also im Prinzip ist es immer noch so, dass man einmal die Matte hat mit den Gummistempeln an sich. Die Stempel sind auch gleich geblieben, also die Gummimatten, die sind genauso wie vorher. Nur diese Aufkleber sind anders geworden. Die haben sich verstärkt und die heben jetzt richtig gut auf diesen Gummistempeln. Das war ja vorher auch schon so. Aber die heben jetzt auch richtig gut. Hoppala, da ist gar keins drauf. Auf dem ist eins drauf. Die heben jetzt auch richtig gut auf unseren Acrylblöcken. Ich hole mir mal schnell einen Acrylblock. Also die heben da wirklich bombenfest drauf. Und ganz wichtig ist, das sage ich jetzt euch gleich, wenn ihr die abzieht von den Acrylblöcken, macht es vorsichtig. Nicht so wie vorher, dass ihr das einfach runterreißt. So habe ich immer gemacht bis jetzt auch. Sondern wirklich gut hier nehmen und diese Klebefolie mit ablösen. Also auch wenn ihr das aus diesen Boxen rausmacht, dann müsst ihr richtig das richtig gut nehmen und wegmachen, weil das hebt wirklich bombenfest. Und ihr könnt euch das jetzt, entscheiden, ob ihr das drauf machen möchtet, dass man eben hinten drauf sieht, was man stempelt, oder ob ihr das genauso macht wie bisher. Ich habe es bei diesem Stempelset jetzt mal so drauf gemacht und zeige euch jetzt, wie ich das mache. Also, ich nehme mir einmal den Stempel raus aus der Matte, wie bisher, mache mir hinten diese weiße Folie weg und dann gehe ich auf den Kleber. Da sind in der Mitte immer ist da so eine Einschneidung drinnen, dass man das besser lösen kann. Dann nehme ich mir das weg hier und jetzt lege ich mir hier die Form genau auf. Drücke mir das einmal an und ziehe mir das dann im Ganzen weg. So habe ich meinen Fußabdruck jetzt da super drauf und wenn man da hinklangt, das klebt wirklich sehr gut. Und es hebt jetzt auch super auf meinem Acrylblock. So habe ich das jetzt mit allen gemacht hier, also die werde ich auch so lassen. Also bis auf den hier, den habe ich noch nicht gemacht. Aber ich weiß eben noch nicht genau, ob ich das in Zukunft auch so machen werde oder ob ich es nicht doch so mache, wie ich es bisher mache, also wie ich euch das in dem anderen Tippvideo gezeigt habe. Aber ich wollte, dass ihr wisst, wie ihr das am besten macht. Also jetzt nehme ich mir mal die Hand zum Beispiel. Löse mir hier den Kleber hinten ab und klebe mir jetzt den Stempel da richtig gut drauf und löse mir das dann zusammen ab. Und so habe ich die Möglichkeit, dass der Stempel gut hinten beklebt ist, dass da nichts an der Seite rausschaut oder so. Und so kann ich mir den jetzt in mein Stempelset reinbauen. Ja, das war mein kurzes Video zur Erklärung, wie diese ablösbaren Stempel funktionieren, wie ihr die montieren könnt und ob ihr das dann so macht oder ob ihr es so macht wie bisher oder wie ich das bisher gemacht habe, das überlege ich mir. Genau, aber so funktioniert das mit den neuen Stempeln. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Montieren eurer Stempel und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!